Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, bei der Folge 255 Let's Play Minecraft mit UFO-Mann. Wir wollen hier gerade mal ein bisschen erforschen. Wir sind da gerade bei, hier so einen langen Tunnel zu bauen, um da eine Nether-Portal-Verbindung herzustellen für eine größere Entfernung. Und damit wir da ganz sicher sind, können wir mit unserer Bahnstrecke dann durch diesen Tunnel fahren. Und so weiter. Wa? Und da wollte ich jetzt mal hier, wenn wir hier schon mal gerade sind, mal ein bisschen gucken, was hier so abgeht. Und gleichzeitig, ups, natürlich nicht in die Lava fallen. Mal gucken, ob man hier ein bisschen was ernten kann. Wenn man hier das Feuer sieht, könnte man sich schon vorstellen, dass hier vielleicht ein Garst in der Nähe ist irgendwo. Ist er aber nicht. Guck mal, hier ist nochmal Quarz. Kriegst du halt, ich habe damit noch gar nicht gebaut, aber du kriegst unglaublich XP dafür. Mehr als, viel mehr noch als bei Kohle. Hört so einfach nur so klimpern und klingeln, wenn man das Zeug abbaut. So. Okay. Ah, guck mal da. Das ist doch einfach. Da ist ziemlich direkt Kloster. Das ist aber sehr tief da. Aber. Guck mal, die Traube da, die könnte ich mir eigentlich holen. Bloß, wie komme ich da ran? Komm, da könnten wir doch eigentlich mal hingehen. Ist jetzt mal natürlich ein bisschen riskant. Bisschen riskant ist gut, ist richtig riskant. Aber wir könnten doch hier oben zumachen, das Ding. Dann haben wir es nicht mehr, das Problem. Warte mal, wir probieren es mal. Nein. Oh Gott. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht ewig brenne. Meistens geht es ja von alleine hier wieder aus, oder? War das nicht so? Oh. Das verstehe ich auch gar nicht, warum das da... wenn mir das jetzt nochmal passieren würde, würde ich ja sterben. Vielleicht lieber warten, bis mein Herz wieder aufgeladen ist. Mein Herz. Kleinigkeit essen. Weil mich würde echt mal interessieren, ob man das irgendwie zumachen kann. Doch irgendwie gehen, oder? So. Es quillt da einfach rüber. Kann man das nicht irgendwie stoppen? Ihr wisst, was ich jetzt vorhabe, ja? Ich will da irgendwie unten an diese Glowstone-Kugel ran. Ah, guck mal, jetzt sind wir hier zufällig... Oh, das ist aber auch spannend hier. Jetzt sind wir zufälligerweise hier in so einen Gang geraten. Was ist denn hier los? Würde mich natürlich mal interessieren. Ach, guck mal einer an. Guck mal einer an. Haben wir doch echt eine Glowstone-Vorkommen gefunden. Das ist ja geil. Ich hoffe mal, ich habe meine Behutsamkeitsspitzhacke dabei. Genau. So. Du bist jetzt dran, Baby. Ja. Ja, das ist doch mal was Schönes hier. Sehr schön. Da haben wir echt eine Glowstone-Ader gefunden. Das ist schick. Das war's schon, ja, mehr ist hier nicht. Ja, doch, hier könnten wir noch ein bisschen Quarz abbauen. So, irgendwie ist mir dieses Abbaugeräusch immer noch zu leise.
Vielleicht mache ich ja auch was Falsches hier. Spieler, Atmosphäre, Umgebung. Nee, es muss doch Blöcke sein. Scheint mir immer noch so leise. Oder ist das hier Atmosphäre und Umgebung? Doch, jetzt ist es ein bisschen lauter. Okay. Gibt's hier noch was Schönes? Was ist denn das hier? War man da schon? Bisschen Quarz mitnehmen. Oh. Das geht ja da richtig in die Tiefe. Ja. So, ja. Sehr schön. Nur würde mich mal interessieren, wie ging es denn jetzt hier weiter? Warte mal, so, von da sind wir gekommen und dann geht es hier aber noch weiter. Das interessiert mich ja auch. Ich kann jetzt mal ausmachen. Man fragt sich auch, warum brennt es hier in so einer Höhle? Ah, okay, und hier, was gibt's hier? Hier gibt es da nichts, hier ist dann zu Ende, oder wie? Bis zu Ende. Hier gibt es nur ein bisschen. Naja, nehmen wir das mal mit. So, ein bisschen Quarz in Ehren kann keiner verwehren. Vor allen Dingen, wenn es dafür XPs gibt. So, und jetzt wollen wir mal wieder zurück. Jetzt haben wir genug erforscht. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir vorne diesen Lava-Dings da stoppen können. Ich habe schon mal einen Stein in der Hand genommen, weil ich nicht abwarten kann. Ja, wenn wir wieder rauskommen sozusagen. Oh. Wo ging's denn raus? Hier lang? Ich glaube ja. Ja, hier ist es, genau. Hier ist es. Hier ist es. Was passiert denn, wenn wir den rausnehmen und den rausnehmen und den rausnehmen? Wenn die mal alle rausnehmen, die da drüber sind. Dann finden wir nämlich diesen Block, der da... Das ist er hier. Der ist es. Jetzt haben wir es, oder? Jetzt haben wir es. Wir haben jetzt diesen gesamten Lava-Ding verschlossen, oder? Müssen wir jetzt nur eine Weile warten und dann ist der Lava-Dings erloschen. Haben wir unseren schönen Cobblestone dafür benutzt. Unseren schönen Cobblestone. Oh, jetzt werde ich gerade unter Beschuss genommen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder hier Dingsbums aktivieren, den Pfeil. Oh, ist ein bisschen dunkel geworden jetzt. Frage ich mich auch, wer beschießt mich denn aus der Richtung hier? Guck mal da hin. Wo ist er denn? Ist ja total albern. Ich sehe den noch nicht mal. Hier können wir mal runtergehen. Hier ist der Seelensand. War dann allerdings ein bisschen langsam. Tja, dass da dann noch so ein Lavasee ist. Wo kommt denn der dann wieder raus? Vielleicht können wir den auch stoppen. Hier nehmen wir uns erstmal den. Oh nein, nein. Ups. Hier das Quarz nehmen wir mal mit. Vielleicht sollten wir auch mal eine Fackel hier installieren. Ich vergesse im Netter immer Fackeln. Dabei ist es hier so dunkel, ja. Noch dunkler als nachts draußen und trotzdem machen wir sag mal keine Fackeln. Weil wir denken, ja, ist doch beleuchtet hier mit dem Lava. Das reicht doch. Da sehen doch die Zuschauer genug. Aber nein. Die sehen eben nicht genug. Deshalb müssen wir hier da muss man auch immer dran denken, schöne XPs zu sammeln. So. Kann man den auch? Ah, den kann man auch abbauen. Seelensand. Nehmen wir uns noch ein bisschen Seelensand mit. Ja. Kann nicht schaden. Oder können wir den eigentlich mit einer Schaufel ausgraben, den Seelensand? Habe ich schon wieder vergessen. Bestimmt, wa? Ja, guck mal, wie schnell das geht. Da müsste man Seelenfenster draus machen können. Das wäre cool.
Aber man kann ja irgendwie so eine Art Monsterfallen damit bauen, weil die Monster sich darauf nur langsam bewegen können. Komm, lass uns noch ein, zwei Stacks Seelensand hier mitnehmen. Wir haben auch gar keinen, bis jetzt noch keine Netherwarzen angebaut. Wo sind die hier überhaupt Netherwarzen? Das sind ja solche Pflanzen, Netherwarzen. Die kann man auch in der Oberwelt anbauen. Versuche mal, frage mich, wer da versucht, mich auf mich zu schießen. Hier. Da ist diese Glowstone-Traube, die ich... Ah, guck mal, da ist noch eine, ist auch geil. Die nehmen wir auch gleich mit. Juhu, Glowstone. Wir müssen ja von hier aus fast noch... Oh, unser Konstrukt sehen wir von hier aus erstmal nicht. Das wird wirklich mal Zeit, dass wir da mal gewisse Vorräte von haben. Sieht's hier aus mit Glowstone? Spontan erstmal nicht so dolle. Machen wir hier erstmal weiter. So, oh. Dann will ich gleich mal diesen anderen Lavasee noch zum Verstummen bringen. Wo ist er denn? Wo war das denn? Hier ist meine Traube, an die ich ran will. Jetzt hat er mich, oder? Was ist denn der? Er muss irgendwo, irgendwo ist er, wo er mich nicht sieht. Ich ihn nicht sehe. Der mich gar nicht treffen kann und trotzdem schießt er und schießt. Irgendwie dachte ich, dass hier noch so ein Lavasee gewesen wäre. Naja, habe ich mich wahrscheinlich geirrt. Lass uns hier mal hochstecken. Wir da vielleicht jetzt anfangen. So, genau. Nehmen wir alles mit. Alles nehmen wir mit. So. Den Rest müssen wir natürlich von unten dann einsammeln. Klar. Ach, dass ich nochmal so viel Glowstone haben werde, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Vielleicht können wir da irgendwie ein ganz krasses, verrücktes Bauwerk mitbauen. So. So, und jetzt sammeln wir mal das ganze Glowstone wieder ein. Zombiefleisch, okay. So, wie sieht's denn jetzt eigentlich hier auch aus mit meinem... Na? Mit meinem Inventar? Ist da noch Platz ein bisschen? Nicht wirklich, oder? Mal ein bisschen was wegschmeißen. Warte mal, wir schmeißen mal das Zeug hier weg. Den Seelensand wollte ich eigentlich behalten teilweise. Was haben wir hier? Ein Goldnugget. Oh cool. Da ist scheinbar so ein Schweinemann gestorben. So, bei Seelensand würde ich mal spontan sagen, da brauchen wir glaube ich zwei Stacks von, oder? Hier, das müssen wir auch noch bauen. Oh Mann, ich nehme mal die Spitzhacke wieder. Die Scheiße, die gleich kaputt ist. So. Ja. Na siehste. Haben wir schon 26 XP. Geht doch vorwärts. Nur vorteilhafte Sachen, die wir hier machen. So, dich nehmen wir noch mit. Dann nehmen wir die hier noch mit. Der rutscht. Der rutscht nicht, der Seelensand, der klebt fest an der Wand. So, haben wir jetzt zwei Stacks Seelen? Immer noch nicht. Gut, dann werden wir mal hier oben uns den holen von hier. Damit die nicht heulen hier. Weißt du, zwei Stacks Seelensand, wofür auch immer man die braucht, können nicht schaden. Hat da eigentlich jemand schon mal probiert, was draus zu craften aus dem Zeug? Oder daraus Seelenfenster zu brennen? Schaue in mein Seelenfenster, dort siehst du keine Gespenster. Mein Seelenfenster zeigt mein Inneres. Jetzt haben wir viel zu viel. Also die schmeiße ich wieder weg, die will ich nicht. Ich wollte nur zwei Stacks haben. So. Ich glaube, ich bin von da oben gekommen, wa? Hallo? Dann würde ich mal gerne nochmal hier irgendwie gucken, ob wir hier noch mehr
Oh, große Aktion und wir haben gerade mal ein Stack von den Fenstern. Das ist natürlich nicht so dolle. Von dem Glowstone-Stein. Naja, müssen wir mal gucken, wa? So. Wisst ihr, da will ich mal gerne hier nochmal gucken, was hier so los ist. Vielleicht ist ja auch dieser Typ, der mich hier ganz. Ah, guck mal, guck mal, guck mal. Da brauchen wir aber jetzt, glaube ich, mal schnell unser Schwert. Die sind ja auch so schnell, die Viecher alle. Komm, ich kann mal gut als Zutaten gebrauchen. Ja. Zutaten. Ah, da ist wieder unsere Strecke. Haben wir da jetzt irgendwas eingesammelt von dem? War bestimmt kein Platz mehr im Inventar. Reparieren wir die mal? Oder braucht man sie nicht wegschmeißen, wisst ihr? So. Warte mal, ich glaube, die Musik kann ich ein Müh leiser machen. Nee, warte mal hier. Ich hoffe, dass die Musik jetzt nicht die ganzen letzten drei Folgen zu laut war. So, was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Gehen wir mal hier hoch, mal gucken. Mal gucken, jetzt sind wir schon wieder am Anfang. So weit sind wir umhergehört. So weit. Können wir ja schon fast an unsere ursprüngliche Tür wieder reingehen. Ach, da ist er, guck mal, da ist er. Ja, komm her. Paar Treffer. Treffer, ja. Ja. Wir haben ihn gekillt. Oh, sein Bruder ist aber noch da, oder was? Sein Bruder ist noch da. Aha. Die kriegen wir auch noch, schwöre ich euch. Ah, jetzt haut er ab, wa? Komm her, du Lump. Da ist er. Haha. Haha. Juhu. Oh, guck mal, was ist das hier für ein. Oh, ist das ein Abgrund, ey, Alter. Gibt's hier nicht noch einen Netherwarze? Nö, wa? Sehr schön. Sehr schön. Das heißt ja, dass wir jetzt hier noch hier diese Traube abbauen können, oder? Was essen müssen wir natürlich. Und dann machen wir uns mal daran. Den Kies brauche ich nicht mehr. Ja, den brauche ich auch nicht. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Och Mann, ey, der sammelt dann den einfach wieder ein. Ah, wir können ihn von hier oben runterschmeißen dann. Alles okay. So, ah, guck mal, ist er schon da. So, und jetzt werden wir den mal rausschmeißen. Das brauchen wir nicht. Wo ist der blöde Kies? Der ist doch nicht wieder eingesammelt worden. Ein Goldnugget könnte man eigentlich auch wegschmeißen. Hier eine Fackel kann man auch wegschmeißen. So. Gut, dann geht's weiter mit Glowstone. Wir hatten ja noch nicht mal ein Stack zusammen. Oh, die Folge ist schon wieder vorbei, meine lieben Freunde. Wir werden mal gleich beenden. Ich sag mal auf Wiehö!